Hallo, hallo und auf einer neuen Runde. Oder hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von DC Universe Online. Ah. Und ich spiele mal wieder mit Red Doggy, dem bösen Bub. Ach, hier, da, Maus. Zack, Start. Start. Start, Start. Okay. Und wir machen da weiter, wo wir stehen geblieben sind. Das war jetzt ein Unterschlupf. Wir mussten jetzt die Quest abgeben. Und laufen wir hier nochmal. So. Brainiac greift die Stadt an und die Polizei ist keine Hilfe. Es ist sicher eine Aufklärungsmission, aber wir wollen sie beenden, bevor sie noch weitergeht. Bist du dabei? Klar. Calculator hier. Bereit, Rache an dem Genie zu üben, der deine Kräfte digitalisieren wollte? Zertrampeln wir ein paar Blechbüchsen. Brainiacs Streitkräfte drängen in die Stadt. Geh hin und verteidige die Front. Kriegt da immer wieder was zu oder ist das irgendwie ein Bug? Schauen wir mal nach. Oh, eine Hose. Okay. Ja dann. Das ist schlechter. Ah, ein Gürtel, nehmen wir den. Wir brauchen keine Gesundheit. Wir sind Fernkämpfer. So, dann haben wir jetzt schon das zum Verkäufer und verkaufen schon unsere Sachen, die wir nicht brauchen. Und dann würde ich sagen, geht's weiter mit. Oh, Agent Brauchst du etwas? Jana. Gut, Sachen verkaufen. Mal noch reparieren. Alles einmal reparieren. Verkaufen, verkaufen, das brauchen wir noch. Das vielleicht auch, das vielleicht auch. Verkaufen. Verkaufen, 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 verkaufen. Eine Silikonscheibe. Das ist ja interessant an. Catwoman. Ah, zu der sollte ich auch noch gehen. Warte mal, da ist noch eine Quest. Da ist eine Quest. Ich bin Booster Gold und das hier ist die Booster Gold Erkundungsabenteuerreihe. Ach Dieses je. Abenteuer wird dich in Gothams berüchtigtes East End führen, eines der gefährlichsten Viertel der Stadt. Wenn das nicht mein Komplize ist. Apropos, Joker möchte sich mit dir in Cape Carmine zusammentun. Bist du für noch mehr Chaos zu haben? Klar. Chaos ist mein zweiter Name. So, dann gehen wir mal raus. Müssen wir da lang. Dann können wir jetzt wieder schnell laufen. Überm Fluss rüber. Ich schaffe es. Boah. Was sind denn das für Viecher? Ziel anvisiert. Überwältige Ziel. Protokoll Alpha eingeleitet. Komm raus, Kleine! Kritischer Schaden.
Haltet diese nervigen Roboter in Schach, während wir hier ein Feuerwerk zünden. Zerstören. Status kritisch. Leistung eingeschränkt. Überwältige Ziel. Ich brauche Unterstützung. Kritischer Schaden. Protokoll Alpha eingeleitet. Yeah. Ein guter Anfang. Brainiac weiß jetzt, dass wir an ihm dran sind. Er blockiert einige meiner Signale. Moment. Okay, ich glaube, ich habe ihn blockiert. Die schlechte Nachricht ist, dass er Exobyte-Ziele fängt. Bring einige dieser armen Tölpel zu den Transportern. Die Ziele haben wir doch auch bei Superman gehabt. Bei meinen komischen, selbst erstellten. Wo wir das hier hochheben mussten und dann... hier abgehen musste. Geringer Schaden. Beginne Kampf. Systeme versagen. So, das ist der letzte und danach muss ich noch mal ein paar Viecher kaputt hauen. Zielkoordinaten übertragen. Kritischer Schaden. Zielkoordinaten übertragen. Das Zeichen von meinen Fähigkeiten ist gar nicht mehr drin, sehe ich gerade. Status kritisch. Leistung eingeschränkt. Schaden erlitten. Systeme versagen. Status kritisch. Schaden erlitten. Kritischer Schaden. Geringer Schaden. Leistung eingeschränkt. So, das war's mal wieder mit dieser Quest. Ja, jetzt ist er sauer. Er ist an uns dran. Bleib dir. Okay, ich wechsle auf ein aufgeladenes Schwingungssystem, das... oh, vergiss es.
Brainiac schickt noch mehr Truppen und Ausrüstung für die Invasion. Er fängt jeden Moment mit dem Abzapfen an, wenn du ihn nicht aufhältst. Ah, das war auch. Auch da gewesen. Na, okay. Ziel anvisiert. Im Grunde genommen haben die Guten und die Feinde ja den gleichen Feind. Überwältige Ziel. Protokoll Alpha eingeleitet. Überwältige Ziel. Ey. Ziel anvisiert. Protokoll Alpha eingeleitet. Überwältige Ziel. Ziel anvisiert. Ach Mensch. Protokoll Alpha eingeleitet. Protokoll Alpha eingeleitet. Ah, die Symbole für meine Fähigkeiten sind wieder da. Greife Feind an. So. Beginne Kampf. Und wieder einer. Bam. Überwältige Ziel. Ziel anvisiert. Protokoll Alpha eingeleitet. Ach, überwältige Ziel. So, und wo ist der letzte? Da ist er. Protokoll Alpha eingeleitet. Jetzt habe ich den auch noch angeschossen. Ach. Gut, du konntest sogar auf die Kommunikationsknoten zielen, die mein Signal blockiert haben. Das vergesse ich nicht. Geh jetzt erstmal zurück in den Unterschlupf. Dort wartet eine Belohnung auf dich. Eine Belohnung. Gut, du konntest sogar auf die Kommunikationsknoten zielen, die mein Signal blockiert haben. Das vergesse ich nicht. Geh jetzt erstmal zurück in den Unterschlupf. Dort wartet eine Belohnung auf dich. Seite leuchtet grün? Nein, ich gehe unter. Ach nee, ich konnte über Wasser laufen. So, dann gehen wir mal diese Quest ab hier. Polizisten, Helden und jetzt der verdammte Brainiac. Erledige ein paar Roboter für uns, ja? Ich bin schon Level 7. Ich habe gesehen, ich muss mal... wo waren die Fähigkeiten? Eigenschaften, ne? Genau, crafte stürmen. Ach ne, stürmen wollte ich nicht. Nicht stürmen. Hier wollte ich hin. Muss ich den machen, damit ich weiterkomme?
Level 8. Achso. Na dann. So. So, mal wieder schnell laufen hier. Ich denke mal, wenn man vom Blitz die Fähigkeit hat, ist man bestimmt noch schneller. Wenn ich laufe, habe ich irgendwie immer so einen blechernden Schritt, so buff, 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 buff. Bane versucht, den Falcones das Revier streitig zu machen. Können Sie vergessen. Vielleicht hast du vom Gift gehört. Es handelt sich nicht um irgendein Steroid. Es sprengt deinen Körper und Verstand. Banes Dummköpfe verteilen es überall in Cape Carmine. Lass uns ihre Vorräte verseuchen, okay? Okay, machen wir. Das hier hat nichts mit dir zu tun. Ich werde dem Boss auf jeden Fall sagen, was du für mich getan hast. Also ich muss sagen, die Fernwaffe ist ganz schön hart geworden. Obwohl, jetzt macht sie mir keinen Schaden. Aber du... Das ist ein grüner Ausrufezeichen. Nehmen wir noch mit. Was passiert, wenn ich einen voll Bericht von Vicky Vale. Quetzalcoatl, die gefiederte Schlange, ist ein weit verbreitetes Symbol unter Banes Anhängern. Beschützt das Lager! Hat nichts mit dir zu tun. Dieses Zeug ist mehr wert als du. Hey! Was ist jetzt Banes Revier? Dieses Zeug ist mehr wert als du. Aber du... Das hier hat nichts mit dir zu tun. Los, leg deinen Zahn zu. Bane,
Erledige die Venom liefernden Kraftprotze. Hab ich doch schon welche. Das ist Heilung, die Bullen kommen. Ach so. Beschützt das Lager. Dieses Zeug herankommt. Den packen wir dazu. Was ist jetzt Banes Revier? Falcone zahlt seine Schuld immer zurück. Ich glaube, ich bin doof. Ich verstehe die Quest nicht. Da ist ein Kraftbox. Aber du... Was sind das, die Agenten hier? Mann. Lade die Lieferung in den Transporter. Wir müssen mit Volldampf zum Giftlabor. Immer wenn sie eine Lieferung haben. Schnell ins Labor damit. Beschützt das Lager. Jawohl, ja. Jetzt weiß ich welche. Da kommt schnell einer. Ins Labor damit. Dieses Zeug herankommt. Da kommt nur einer. Schnell ins Labor damit. Noch 5 Stück. Das wird nicht über hier zu Lust, nicht an dieses Zeug herankommen. Ihr Kraftprotze, was macht ihr hier mit mir? So, Mist, da war gerade noch einer. Da kommt der nächste. Und da habe ich den nächsten gesehen. Okay, nehmen wir den. Du wirst nicht an dieses Zeug herankommen. Na, noch ein. Lady. Da schmeißt einer nach mir so eine Kiste. Schnell ins Labor damit. Und Quest fertig. So, klettern wir mal hoch. Fass meine Ausrüstung nicht an! Keine Ahnung, ob dieses Ding auf Senden, Empfangen oder Rösten steht.
Vielleicht übertrage ich ja das Signal, das Morrow eingerichtet hat, und verflüssige in diesem Moment jede Gehirnzelle von Gotham. Papi muss einen Bandenkrieg planen. Bane und die Falcones gehen sich schon gegenseitig an die Kehle. Jetzt muss ich nur noch... Harley? Was zum... Nicht aufräumen! Nein! Nichts anfangen! Okay, nichts anfassen. Jetzt schauen wir noch mal schnell, ob ich was. Ich habe das Gift niemals selbst ausprobiert, aber ich habe gehört, dass einen diese Megastir. Weißt du, wenn starke Männer weinen, ist das einfach nur nervig. Können sie nicht ein Rückgrat injizieren, das die ganzen Muskeln stützt? Finde heraus, wo sich Banes Hauptvertreiber verkriecht. Und überzeuge ihn, aus dem Giftgeschäft auszusteigen, seiner Gesundheit zuliebe. Ja. Gut. Das war mal wieder eine Folge von DC Universe Online von mir, für euch. Und bei der nächsten Folge geht es ein bisschen weiter. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.